So, ich wollte jetzt mal so ein kurzes Video über Aktionen machen, falls jemand nicht weiß, wie die gehen oder falls es eine mal gebrauchen kann jemals. Weiß man ja nicht. Nimmt das überhaupt auf? Ja. Und zwar, wenn ich verschiedene Bearbeitungsschritte immer gleich mache, dann kann ich dafür Aktionen anlegen. Ich habe jetzt einfach mal hier ein Bild geöffnet und mache jetzt einfach mal so ein paar Schritte. Also erstmal muss ich auf Fenster Aktionen. Und jetzt kann ich hier unten eine neue Aktion anlegen. Jetzt muss ich natürlich selber erstmal gucken. Neue Aktion erstellen. So, jetzt kann ich die Aktion irgendwie nennen, zum Beispiel Farboptimierung oder so. So. Und jetzt gehe ich auf Aufzeichnen. Und jetzt sieht man hier unten, zeichnet er auf. Jetzt dupliziere ich meine Ebene mal. So, man sieht, hier hat er Farboptimierung angestellt, neu angelegt. Und jetzt mache ich einfach meine Schritte, die ich jetzt einfach für notwendig erachte. Also jetzt mache ich zum Beispiel mal hier selektive Farbkorrektur. Dann ändere ich jetzt hier meine Farben. Muss man das Mikrofon irgendwie hier so. Das ist ein Ding. So, zum Beispiel die Gelbtöne. Jetzt schaue ich erstmal, wie mir die Gelbtöne so ein bisschen anders gefallen. So. Er macht jetzt hier überall. Fügt er das jetzt hier bei? Dann gehe ich zum Beispiel so ein bisschen mit Cyan runter, weil mir das da so ein bisschen zu auffällig ist. So. Er macht hier immer die Aktionen mit. Nehmen wir mal an, das würde mir jetzt so gefallen. Dann könnte ich jetzt noch zum Beispiel auf Ingo. ein bisschen Kontrast dazufügen, wenn ich das jetzt irgendwie wollte. So, ich kann die Aktion jetzt endlos machen, wirklich endlos. Das ist völlig egal, was ich jetzt hier alles anlege. Nehmen wir mal an, das wäre jetzt alles fertig hier, unsere Optimierung. Das könnte jetzt natürlich 100.000 Sachen machen. So, dann gehen wir jetzt hier unten drauf auf Aufzeichnung beenden. So, jetzt hat er rein theoretisch eine Aktion angelegt. Wenn ich jetzt auf ein anderes Bild gehe, also hier zum Beispiel eins, und ich gehe jetzt hier auf meine Aktion. Ich öffne die Aktion, Aktion, Farboptimierung. Dann gehe ich jetzt auf Go. Dann macht er jetzt automatisch diese Farboptimierung auf dieses Bild auch. Also da kann ich mir eine Menge sparen, eine Menge Zeit sparen. Für Dinge, die ich einfach oft mache. Bildgrößen anpassen fürs Netz, Schärfen, Hautretusche, alles Mögliche. Die Sachen kann ich mir einfach als Aktion abspeichern und dann habe ich eigentlich eine Menge Zeit gewonnen, falls ich die brauche. So, jetzt muss ich gucken, wie das Ding hier wieder ausgeht. Ja, irgendwie nicht. Doch hier, glaube ich.